wurde von SOS Kinderdörfer selbst kontaktiert, ob ich Teil dieser Veranstaltung sein will. Und da das nicht mein erster Flohmarkt für den guten Zweck ist, habe ich mir gedacht, gerne wieder. Also ich habe vor 2 Jahren das schon mal gemacht und es war eine super coole Veranstaltung und es ist auch gut viel Geld zusammengekommen. Und dann dachte ich mir so kurz vor Weihnachten, perfekte Chance, was Gutes zu tun. Ich habe irgendwie so alles querbeet dabei. Ich habe ein paar Wintersachen, dann habe ich Sommersachen mitgenommen und hoffe, dass ein paar Leute ein bisschen antizyklisch shoppen. Genau, also ich habe jetzt keine High-Fashion-Marken dabei, aber ich glaube, hier ist für jeden so ein bisschen was dabei. Also ein genaues Ziel habe ich jetzt nicht, vom Einnehmen her, aber ich hoffe natürlich, dass ich ganz viele Sachen einfach verkaufe. Also für wie viel letztendlich ist mir jetzt persönlich egal. Hauptsache ich kann eben genug spenden, dass auch möglichst viel eben ankommt und dass ich auch mit weniger nach Hause fahre, denn die Wohnung platzt natürlich auch irgendwann aus allen Nähten, deswegen ist das schon ganz gut so. Ich wurde von den SOS Kinderdörfern eingeladen und ich fand den Zweck, etwas zu geben und für Kinder nur zu spenden, einfach super. Weil meine Familie spendet schon seit 10 Jahren an SOS Kinderdörfer. Wir haben eine Partnerschaft in Indien mit einem Mädchen aus Indien in einem Dorf und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass ich jetzt heute auch nochmal zusätzlich für den guten Zweck hier dabei sein kann. Und ich fand es halt irgendwie eine süße Idee, dass man so Sachen, die man nicht mehr braucht, halt verkauft für Kinder, die das Geld brauchen. Und finde ich halt eine tolle Aktion, ja. Genau. Also bei mir gibt es überwiegend Männer Klamotten, Accessoires zu kaufen. Es gibt sehr, sehr viele Uhren. An Klamotten gibt es dann halt ne, T-Shirts, Pullis, Anzüge, Jackets, Jacken kommen gleich noch, die sind auch irgendwo, dann Schuhe und ganz, ganz mein Special so ist dann eine Drohne. Ja, ich hoffe, dass wir ganz, ganz, ganz viel Geld zusammenbekommen und dann eine ordentliche Summe spenden können. Also hauptsächlich so, man sieht schon ziemlich farbenfroh, auch viel weiß, weil das ist eigentlich so mein Farbschema. Genau, eigentlich so bunt gemischt, viele Blusen, weil das mag ich ganz gern und auch natürlich auch viele Jacken. Bei Blazer mag ich halt auch sehr gern. Wir haben tatsächlich schon was gefunden. Also ich habe ein paar Schuhe und einen Rock gekauft und er hat gerade noch einen Mantel. Ich habe einen Mantel passend zum Winter hier gefunden und es geht ja alles für, ist ja alles für einen guten Zweck. Deswegen verhandelt man auch nicht so stark, sondern einigt man sich schneller auf einen höheren Preis. Ja. Es fühlt sich irgendwie besser an, weil wenn man schon Geld ausgibt, dann weiß man, man macht es wenigstens für einen guten Zweck. Also ich habe mir insgesamt 4 Teile gekauft, 5. So ein Gesichtsserum, ein Kleid für heute Abend, das ist unsere Weihnachtsfeier, hat sich gut angeboten, und 2 Pullis. Und ich finde, man ist einfach bereit, mehr Geld dafür auszugeben oder ja, man gibt es lieber her. Also für mich war es jetzt wahnsinnig überwältigend. Man denkt ja wirklich so bis zum letzten Moment, oh, und kommen jetzt wirklich Leute und haben das auch alle mitbekommen, dass wir hier sind. Und dann gingen die Türen auf, beziehungsweise noch davor habe ich durchs Fenster geguckt und gesehen, dass schon vorher eine riesen Schlange entstanden ist und dass sie wirklich noch vor 12 gewartet haben, dass die Türen aufgehen. Und dann hat sich auch sehr, sehr schnell hier gefüllt. Ja, war total gut. Es kamen richtig viele Leute vorbei und es ist jetzt auch immer noch recht voll. Es lichtet sich ein bisschen, aber es haben schon richtig viele eingekauft. Wir haben schon gut eingenommen und ich glaube, alle zusammen werden wir ein gutes Ergebnis erzielen. Ja, ich habe jetzt schon 1, 2 Key Pieces auf jeden Fall verkauft, die ich dann halt geopfert habe, weil die habe ich mir gedacht, wenn ich es verkaufen kann, verkaufe es. Ansonsten, ich trage das ja auch selber. Aber wenn ich dann die Möglichkeit habe, dass wenn es jemandem gefällt und die Person dann sagt, hey, nehme ich mit, dann haben ja beides sozusagen was Gutes gemacht. Dann bin ich glücklich, dann ist die Person gegenüber glücklich, dann sind die Kinder glücklich und das ist ja das Wichtige. Wir schätzen gar nicht, was wir eigentlich haben und sozusagen, also es ist schon ein gutes Gefühl, einfach mit seinem alten Zeug halt an anderen Kindern zu helfen. Also alle Mädels, die bisher hier waren, waren super lieb, also es wird echt wenig gefeilscht. Ich hatte, ich glaube, von 50 Verkäufen waren 3, die mal um 1 Euro runtergegangen sind, aber es war völlig okay, also alle für einen guten Zweck da. Es ging ja schon einiges weg, ich habe natürlich immer noch viel, also eigentlich fühlt sich so an, als ob noch nicht so viel verkauft ist, aber ich habe auch schon gut was sammeln können und freue mich natürlich darüber, dass ich schon mal einen guten Teil spenden kann. Das macht mich echt mega happy. Ist super schön. Also es fühlt sich wirklich gut an, dass sich die Geldbörse füllt und dass dann alles gespendet wird. Also mein Fazit des heutigen Tages, super Organisation, ganz, ganz tolles Team, ganz tolle Aufbauten, viele, viele liebe Mädels, die ich heute kennenlernen durfte, die ich endlich dann auch mal in Person getroffen habe. Ich glaube, wir haben richtig viel Umsatz gemacht. Ich bin schon gespannt, was dann die Endsumme wird. Und es war einfach ein mega schöner Tag. Tolle Drinks, tolles Essen. Einfach top, wirklich organisiert.